Hallo Leute und willkommen auch heute nochmal zu einer kleinen Eilmeldung, wenn auch etwas später als die letzten Tage, aber ich bin jetzt gerade eben erst nach Hause gedieselt, deswegen habe ich jetzt noch was spontan von unterwegs für euch, lief im Radio, ich habe noch einen Lügelartikel dazu gefunden und ich dachte, das ist ganz spannend, da reden wir doch mal drüber, bevor die Nachtruhe einsetzt, mit Redaktion, ihr habt gesehen, Juna ist mal schnell vorbeigehuscht. Und es geht einmal mehr, wie könnte es auch anders sein, um die Hampel. Ja, welche Überraschung. Deren Kriegsvorbereitungen, die scheinen nämlich etwas zu stocken. Und wer sich jetzt darüber echauffiert, oh, how dare you, wie kann ich sagen, die Hampel trifft Kriegsvorbereitungen, na ganz einfach, wer eine europäische Kriegswirtschaft haben will und das Militär vergrößern will und sich in fremde Konflikte stürzen will, der muss mir nicht erzählen, dass er keine trifft. Also, das ist dann an der Stelle einfach eine Tatsache. Gucken wir uns aber an, worum es diesmal geht. Pistorius wollte ja gerne mal wieder eine Wehrpflicht. Will er immer noch. Steht außer Frage. Was heißt, er wollte, er hätte sie gerne. Am liebsten vorgestern. Allerdings scheint man da in der Hampel mittlerweile geteilter Meinung zu sein. Die SPD, die trägt es soweit mit. Die Grünlinge finden das offensichtlich auch ganz gut, die Leute da zwangs zu verpflichten für irgendwelche fremden Konflikte. Ach ja, Verteidigungsfälle, ja nee, ist klar. Wenn man sich nicht in fremde Konflikte einmischt, muss man sich auch nicht im Rahmen fremder Konflikte verteidigen, eigentlich eine recht leichte Lösung. Aber SPD und Grüne scheinen das ja ganz gut zu finden. Nun kommt aber die FDP und hat im Rücken ein Gutachten, das vom IFO-Institut kommt und besagt, dass eine Wehrpflicht, wie Pistorius sie gerne hätte, auch die abgespeckte Form, diverse wirtschaftliche Folgen hätte. Auch gesellschaftliche Folgen, juristische Folgen, das geht nämlich gar nicht einfach so. Und deswegen will die FDP, konkret Lindner und Buschmann, der Justizminister, nun offensichtlich versuchen, die Hampel wieder von diesem Kriegsgeilheits-AK-Wehrpflichtstrip abzubringen. Die meinen, das wäre wenig sinnvoll. Sie wollen stattdessen was anderes. Und auch das hat ein gewisses Geschmäckle. Bei der Formulierung habe ich echt gedacht, ich lese nicht richtig. Aber macht euch gleich euer eigenes Bild. Es kam nämlich dann vom Buschmann die Aussage, nachzulesen im Lügel, ist als Zitat abgedruckt, dass sinnvoller wäre eine, Zitat, weitreichende Bestandsaufnahme über die in Absurdistan lebenden Menschen, die im Verteidigungsfall verpflichtet wäre, eingezogen werden könnten. So rum. Aha, eine Bestandsaufnahme über Leute. Also ich meine, wenn ich in meinen Kuhstall gehe, dann mache ich da eine Bestandsaufnahme, ist richtig. Aber was ist denn das schon wieder für ein Bild von der Bevölkerung? So nach dem Motto, ja, dann gucken wir mal, wer da alles da ist und so wie irgendwelche totalitären Staaten. Wenn wir jetzt über eine normale Situation reden würden, über eine vernunftbasierte Regierung, die sich nicht in fremde Konflikte stürzt, die unverschuldet in eine Verteidigungslage gerät, weil sie von jemandem angegriffen wird, den sie nicht vorher jahrelang provoziert hat, sondern der wirklich plötzlich mit Panzern vor der Grenze steht, da also eine akute Verteidigung nötig ist, ohne eigenes Zutun zur Entstehung dieses Konflikts, dann kann man das rechtfertigen. Ja, natürlich muss man dann schauen, wer in der Lage ist, das Land zu verteidigen. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber das ist eine völlig andere Situation, als die sich aktuell hier darstellt. Aktuell haben wir nämlich eher die Lage, dass diese Marodierung auf Biegen und Brechen noch viel tiefer in einen fremden Konflikt involviert werden möchte, der Fodorenskistan und die Russen betrifft. Und selbst die Obrigkeitshörigen, Spezialdemokraten und Grünlingswähler, wie sie nicht alle heißen, selbst denen dürfte eigentlich auffallen, dass die Argumentation, aber es könnte ja sein, dass die Russen sonst als nächstes uns angreifen, dass die irgendwie auf sehr wackeligen Beinen steht. Also, wenn wir uns da nicht einmischen würden, versteht sich. Denn spielen wir das Gedankenspiel mal. Gehen wir mal gesetzt dem Fall davon aus, dass diese Marodierungshörigen recht haben. Die bösen Russen, die marschieren dann hier weiter, wenn sie Fodorenskistan besiegt haben. Dann, aber auch nur dann, gäbe es einen Verteidigungsfall für dieses Land, der es rechtfertigen würde, dass man erwartet, dass die Einwohner schauen, dass sie das Land wieder, naja, gesichert kriegen. Da könnte man drüber sprechen. Aber nicht, wenn man Jahre vorher auf Biegen und Brechen fremde Armeen finanziert, ausrüstet, trainiert und am liebsten auch noch irgendwelche ideologischen Ziele mit durchsetzen möchte. Wenn dann ein Verteidigungsfall auf dem eigenen Staatsgebiet entsteht, dann ist das auf Deutsch gesagt selber Schuld, liebe Marodierung. Und dann könnt ihr gerne ausrücken, aber ein sehr großer Teil der Bevölkerung wird euch den Mittelfinger hochkurbeln. So schaut es nämlich aus. Da könnt ihr dann drohen und geifern und sonst was, aber
dank dem Europa der offenen Grenzen, was meint ihr, wie viele für euch dann an die Front ziehen werden? Ja, vielleicht eure Soja-Fanatiker aus Kreuzberg, aber ansonsten. Also jeder, der die Möglichkeit dazu hat, der wird sehen, dass er vorher die Kurve kratzt. Wird einen ganz, ganz kleinen Teil geben. Ach, selbst die überzeugtesten Plöker werden da nicht mit aufmarschieren. Die werden die Ersten sein, die das Weite suchen. Aber lieber Hampel, das vielleicht so im Hinterkopf behalten. Oder generell nicht Hampel, sondern lieber Hampelhöriger. Das vielleicht mal ein bisschen genauer durchdenken. Es wird nämlich immer suggeriert, wir hätten eine Lage, wo wir ganz unverschuldet ja vielleicht übermorgen überfallen werden. Die haben wir aber nicht. Jetzt müssen wir noch mal kurz einen Schritt zurück machen, ein bisschen so den Gesamtkontext betrachten. Da gibt es nämlich immer noch eine NATO, die ursprünglich mal gegründet wurde, um Europas Sicherheit zu gewährleisten. Nicht Europas, aber die Sicherheit der Mitgliedstaaten zu gewährleisten. Heißt also, lieber Hampelhörige, ihr widersprecht euch ein bisschen, wenn ihr der Meinung seid, Foderinskistan muss uns retten. Nee, dafür haben wir eine NATO. Wenn ein NATO-Bündnispartner in einen Konflikt gerät, wieso auch immer, dann hängen alle anderen damit drin. Bedeutet, zwischen Absurdistan und Russland, selbst wenn sie das Interesse hätten, hier einzumarschieren. Ich wage es zu bezweifeln, aber gehen wir einfach mal davon aus, sie hätten das Interesse. Selbst wenn sie das hätten, da ist noch unter anderem ein Polen dazwischen. Heißt also, wenn Polen in irgendeiner Art und Weise militärisch attackiert wird, dann wäre das sowieso ein NATO-Bündnisfall. Das heißt also, es ist scheißegal, was im Shithole Foderinskistan abgeht. Heißt also, dafür gibt es theoretisch die NATO, um uns zu schützen. Nun muss man sich aber entscheiden, ob wir eine NATO haben, um uns zu schützen, die uns Milliarden kostet, oder ob wir Foderinskistan brauchen, um uns zu schützen, was auch Milliarden kostet. Beides zusammen, das matcht nicht. Wenn wir Foderinskistan brauchen, ist die NATO überflüssig. Wenn wir die NATO haben, dann ist Foderinskistan überflüssig. Einen von beiden Kostenposten könnte man ohne weiteres einsparen, nach eurer eigenen Ideologie, lieber Hampel und Anhänger. Dann hätte man nämlich auch Geld, was man für die Haushaltsplanung nutzen könnte. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Die FDP scheint nicht so richtig mitmachen zu wollen bei eben jener Wehrpflichtgeschichte. Stattdessen wollen sie etwas mehr herumspitzeln, eine Bestandsaufnahme, also mal durchzählen die Schafe. Wie viele Leute sie denn einziehen könnten. Ich hätte eine Idee. Die, die es geil finden, sich in fremde Konflikte einzumischen, die könnten doch freiwillig losmarschieren. Ich spendiere auch eine Packung Munition, ist kein Problem. Also schickt mir die Bankverbindung. Ich überweise euch ein bisschen Geld für eine 50er Packung 9mm. Kommt da nicht weit mit, aber besser als gar nichts, nicht wahr? Und nur die ersten 10, die sich bei mir melden und nachweislich dann für die Hampel in den Krieg marschieren. Theoretisch wären doch dann alle zufrieden, oder? Die Hampel hätte ihre, wie auch immer man das freundlich umschreiben soll, die am lautesten blöken, wir müssen die Russen besiegen, die könnten sich selber darum kümmern und alle anderen würden einfach in Frieden gelassen mit dem Irrsinn. Denn es solle auch noch Leute geben, ja, ich weiß, es ist sicherlich nicht mehr in Mode, aber es soll auch noch Leute geben, denen gehen Foderinskistan und die Russen alle beide am Arsch vorbei. Und bevor jetzt gleich wieder irgendwelche foderinskistanische Trolle rumpöbeln, die Russen sind mir genauso wurscht. Es gibt einen einzigen Unterschied zwischen den beiden, der den Ausschlag gibt, warum ich die einen noch weniger leiden kann, als mir die anderen wurscht sind. Die einen betteln, die anderen nicht. Würden die Russen am laufenden Band betteln und fordern, würde ich die genauso kacke finden, wie ich Foderinskistan finde. Da es sich aber aktuell andersrum darstellt, da ist es mir, weiß Gott, auch scheißegal, wer da nun angefangen hat oder nicht. Das geht ja schon seit über 10 Jahren. 2014 ist es ja schon eskaliert. Das ist mir, auf Deutsch gesagt, schnurzpiep egal. Würde Foderinskistan nicht die ganze Zeit betteln, hätte ich da sicherlich auch ein paar Sympathien für. Aber dieses, ich will und ihr müsst mir geben, was ich will, das ist eine Mentalität, es tut mir leid, aber nee, einfach nein. Das ist der einzige Grund, warum mir die Russen sympathischer sind als Foderinskistan. Weil der die ganze Zeit am Rumbetteln ist. Würde Putin die ganze Zeit fordern, Knete haben wollen, würde ich den genauso scheiße finden. Aber so sind die Russen bei mir wurscht, neutral. Foderinskistan aber, ja, die wollen die ganze Zeit nur Knete und deswegen geht der Rest Europas einen Bach runter. Da habe ich ein kleines Problem mit. Aber warten wir mal ab, wie es weitergeht in der Hampel. Ihr habt es jetzt mitbekommen, man möchte offensichtlich, nein, man ist sich noch nicht ganz so einig, wo man künftig seine Soldaten herkriegen will. Man möchte ja die Bundeswehr attraktiver gestalten als Arbeitgeber. Liebe FDP, vielleicht sollte man erstmal klarstellen, dass man nicht wegen einer völlig verantwortungslosen Marodierung in fremde Kriege gezogen wird. Dann würden sicherlich auch mehr Leute freiwillig zur Bundeswehr gehen, wenn es wirklich um Verteidigungsfälle ginge, und zwar unverschuldete.
ohne dass man da irgendwas zu beigetragen hat, um auf der Abschlussliste zu landen. Aber wenn man fremde Armeen finanziert, ausbildet und ja fast schon kommandiert, man möchte ja teilweise von gewissen Militärbasen in Europa irgendwelche irgendwelche Geschichten koordinieren, wie die Amis gesagt haben, irgendwelche Materiallieferungen. Ja, wenn man sowas macht, es tut mir leid, aber da braucht mir keiner erzählen, oh, jetzt sind wir aber irgendwie plötzlich und unerwartet, dass wir da auch mit reingezogen wurden. Das ist dann eigene Blödheit. Und da hätte man sich eventuell mal ein Beispiel an Ländern wie der Schweiz nehmen sollen. Da kommt die Chefin, teilt mir mit, dass es für eine Eilmeldung schon wieder etwas zu lang geworden ist. Deswegen einen wunderschönen weiteren Abend euch. Und dann sehen wir uns später wieder. Bis dann.